Eine erstaunliche Mischung aus unwahrscheinlicher progressiver Art an die Sache heranzugehen und veralteten Ansichten. Ja, danke schön. Du solltest mal in einen Lehrgang hier bei Binder kommen. Ja. Der war auch bei Bär übrigens. Ich bin halt, mal sagt mir meine Frau immer, dann willst du mal aufhören. Aber in Theorien und in Erfahrung und so weiter bin ich noch sehr jung. Da hast du noch was nachzuholen. Sowieso. Also natürlich, man merkt, Bär als unseren Lehrmeister und Begleiter. Und bei dir merkt man den Widerspruchsgeist. Nein, man muss es umgekehrt sagen. Wir haben, so wie du und so wie ich und wie Bär, wir haben was bewegt. Ja, aber Bär war nie mein Lehrmeister. Bär hat den Langstrot gegeben und Bär hat, sagen wir so, wenn du in den Backfass, ich bin bei Backfass dabei seit 80, so hast du nie ein Wort von ihm gehört oder sowas. Er ist erst aufgewacht, wo die Leute um ihn herum getanzt sind, wenn du das in der Halle gesehen hast, wie sich eine Königin bewegt und die Bienen um ihn herum. Das hat ihm immer gut gefallen. So, und das gefällt mir nicht zum Beispiel. Nein, wir haben was bewegt und ich habe gewisse Erfahrungen gehabt, er auch, und wir haben viel gestritten. Ja, das war das Allerschönste. Ja, so, aber ich bin immer meinen Weg gegangen und bin mir treu geblieben. Und ich habe auch die Erfahrung gehabt, erst einmal von zu Hause, weil mich da dann schon zugeguckt hat, weil mich das interessiert hat. Freilich waren die Bienen in der Reihe aufgestellt. Da musste man anders an den Weinbau, anders eingreifen. Großartig musste jeden Winter das Volk aufmachen und nachrücken, das Futter. Weil die nach vorne sich gefressen haben, in der Mitte war nichts und hinten war das Futter. Verstehst du? Und so, das sind schon so Sachen, die hast du in Kindheit und das hat dich schon geprägt. Und das hat schon diesen Reiz ausgelöst, dass du immer neugierig warst. Und ich habe auch Königezucht oder so, habe ich schon andere Erfahrungen. Und ich habe auch sehr viel von Franzosen gelernt, wie du von Italienern und so weiter. Und wir haben auch vieles gelernt, was wir nicht machen sollen. So, also das sehen wir auch. Aber mir, wichtig ist für mich immer, dass ich Jungimker oder anderen Imker so gewisse Tipps gebe. Ja? Das kannst du besser machen und schneller machen. Das kannst du anwenden. Zum Beispiel, tu die Honigstärke doch nicht runter. Nachher tut dir der Buckel weh und so weiter. Es gibt so viele X Beispiele, die ich heute gesagt habe, wo jeder sicherlich sich was mitnehmen kann und sagen kann, habe ich wirklich was gelernt. Also das mit der Wabe ins Gebüsch, das gefällt mir. Gell? Ja, das weiß ich, dass du das Ja, also es gäbe da viele Dinge, über die man diskutieren müsste, ja. Sprechen, ja. Vielleicht nicht mal streiten, weil es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist, dass das Gesamtkonzept stimmt. Ja. Und da gibt es dann Abwandlungen und so weiter. Man muss auch abwandeln in anderen Regionen, mit anderen Thematen, ja, genau. mit anderen Qualitäten von Königinnen. Aber es muss das Gesamtkonzept stimmen. So, und da habt ihr jetzt in Teilen andere Erfahrungen gehört, als ich sie vermittle. Egal. Prüfen und innerlich abwägen, was ist jetzt wirklich gravierend anders, das muss ich vielleicht ausprobieren, oder was ist bloß eine Nuance anders, die man, wo es eigentlich nicht so wichtig ist, wie man es macht. Ja. Gell? Also, du bist ein Zeitzeuge. Kennst du Adam auch? Ja. Ja, weiß ich. Adam. Ja, ja. Und nur dass ich das sage. Da waren wir ja so dumm. Wir wussten nicht, was wir fragen sollen. Ja. Wenn wir die heutige Erfahrung haben, könnte man mit ihm diskutieren. Aber damals vorhin ist gestanden wie der Rox von Neuentor. So, das ist die Realität. Ja? Was solltest du fragen mit den Erfahrungen, was wir damals hatten? Ja, aber das ist ja nicht nur da so, das ist ja auch bei einem Lehrling so, als ich Lehrling war. Gell? Aber ich habe ja gar nicht gewusst, was ich fragen muss. Ich habe halt das genommen, was irgendwie angeboten wurde und konnte es nicht gewichten. Konnte nicht verstehen, was ist jetzt von Gehalt und was ist der Hergeber oder Lamfari. Und das ist vielleicht auch die Not, dass man dann, wenn man dann älter wird und dann langsam auf den Moment zugeht, wo man nicht mehr imkert, da weiß man dann, wie es geht.
Wollen wir sehen. Ja, genau. Also, an das Türle denke ich gar nicht. Nein, nein, das meine ich auch nicht. Ich denke einfach so, solange ich mich bewegen kann, solange ich so jung bin, wie ich bin, so werde ich noch leisten, was ich kann. Und wichtig ist immer wieder, Jürgen, das, was du machst und was auch ich mache und so weiter, immer gewisse Erfahrungen und so weiter, was wir gemacht haben, dass wir das weitergeben. Und das ist das A und O. Und dann kann sich jeder ein Stück davon abschneiden und jedem bringt es was. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Sachen für dich.